Was können nun Sie als Angehöriger oder Angehörige tun? Wie kann ich meiner Angehörigen oder Angehörigem helfen, damit es ihm oder ihr schneller besser geht? Die einfachste Antwort ist, seien Sie da. Vielleicht auch nur telefonisch, aber regelmäßiger Kontakt mit einem vertrauten Menschen ist eine ganz wichtige Unterstützung zur Bewältigung der Situation. Es hilft besonders bei der Orientierung und auch bei der Krankheitsverarbeitung. Auch vertraute Gegenstände aus dem alltäglichen Umfeld daheim helfen. Zum Beispiel das eigene Aftershave, ein kleines Kissen oder ein paar Fotos. Diese gerne auf der Rückseite beschriftet, damit auch wir mit dem Patienten oder der Patientin über die Bilder sprechen können. Wertsachen sollten dagegen auf ein Minimum begrenzt werden, da wir hierfür leider keine Haftung übernehmen können. Was unsere Patientinnen und Patienten aber dringend brauchen, ist möglichst bequeme, weite Kleidung und Schuhwerk, das zur Therapie geeignet ist. Beispiele hierfür sind Jogginghosen, weitere T-Shirts und Pullis sowie Sportschuhe, in denen die Patienten festen Halt haben. Darüber hinaus sind alle Seh- und Hörhilfen oder Prothesen und Kompressionsstrümpfe, die bereits vorhanden sind, hilfreich. Bitte bringen Sie sie mit und informieren Sie unser Personal darüber. Bei allem Einsatz, den Sie jetzt für Ihre Angehörigen bringen, sollten Sie aber auch sich selbst nicht vergessen. Denn Sie können nur so lange helfen, wie es Ihre Kräfte zulassen. Dies gilt für die ersten Wochen und Monate, die Sie mit uns verbringen, aber auch für die weitere Zukunft nach der Rehabilitation. Und an dieser Stelle möchten wir Sie auch auf die diversen Angebote von Selbsthilfegruppen für Betroffene und Angehörige, zum Beispiel der Deutschen Schlaganfallhilfe e.V., verweisen, die weitere Beratung und auch sozialrechtliche Fragen klären können. Eine weitere wichtige Rolle kommt Ihnen nämlich auch bei der Planung der weiteren Versorgung nach dem Rehabilitationsaufenthalt bei uns zu. Hierfür ist unser Entlassmanagement, früher Sozialdienst, der Hauptansprechpartner. Darauf werden wir jetzt näher eingehen.